In der Beta von The Division 2 werden wir das Endgame kennenlernen. Was genau es alles geben wird, das erzähle ich euch jetzt. Die Beta beginnt ja am Donnerstag ab 10 Uhr deutscher Zeit hier auf dem PC, der PlayStation 4, der Xbox One X und einen Tag vorher gibt es schon den Preload. Das bedeutet, ab 10 Uhr am Mittwoch können wir schon den Preload starten. Am 7.2. geht es dann los und das Ganze geht dann bis zum 11. Februar. Um 10 Uhr bleiben die Server dann offen, das ist der Montag. Ubisoft lässt uns an der Stelle dann wirklich das erste Mal das Endgame sehen. Ich würde mich übrigens richtig freuen, wenn ihr am Donnerstag hier mit mir gemeinsam eine Runde zockt. Das Ganze wird so ablaufen, dass wir einen Charakter erstmal erstellen können und den mit zwei Hauptmissionen, fünf Nebenmissionen und einigen Open-World-Tätigkeiten auf Level 7 leveln können. Dabei haben wir dann einige neue Skills, die sich über die Basis freischalten lassen, also unsere Operationsbasis und einen Gang zur östlichen Dark Zone. Es gibt ja mehrere Dark Zones in diesem The Division-Teil und dazu gibt es dann auch noch einen PvP-Modus. Dieser PvP-Modus beinhaltet dann keine NPCs, ist ja auch logisch, weil Player vs. Player und wir werden einen Team-Deathmatch-Skirmish-Modus haben. Das bedeutet ein 4 gegen 4, wer zuerst stirbt, hat verloren. Das Ganze stelle ich mir relativ lustig vor, bin gespannt, da schon mal das PvP-Endgame zu sehen, beziehungsweise das PvP-Gameplay generell zu sehen. Ich bin ein großer Fan davon, muss aber auch sagen, dass es teilweise natürlich wirklich unfair sein kann im PvP. Je nachdem, auf welchem System man zockt, gibt es da neue Möglichkeiten, sich vorzustellen. Vorteile zu verschaffen. So habe ich zum Beispiel davon gehört, dass in The Division 1 einige wirklich unfaire Vorteile nutzen. Eine sogenannte Invaded-Mission schaltet dann eben die ersten Endgame-Inhalte für uns frei. Wenn wir die erledigt haben, können wir nämlich drei zusätzliche Charaktere auf unserem Account erstellen. Die sind dann entsprechend drei verschiedener Spezialisierungen mit verschiedenen Skills, mit verschiedenen Waffen. Es wird geben den Überlebensspezialisten, den Scharfschützen und den Zerstörungsexperten. Überlebensspezialist stelle ich mir so ein bisschen dynamischer vor. Scharfschütze ist halt ein ganz normaler Sniper und Zerstörungsexperte. Das klingt einfach mal nach richtig viel Wumms, also ziemlich viel Bomben, Granaten. Alles, was in diese Richtung von schweren Geschützen geht, das stelle ich mir darunter vor. Vielleicht kennen das ja auch einige von euch schon, dann ergänzt das gerne mal in den Kommentaren. Es gibt übrigens einen garantierten Beta-Zugang für alle Vorbesteller. Alle anderen sollten sich vielleicht nochmal auf der Ubisoft-Webseite dafür registrieren. AMD verteilt wohl auch Keys und ihr kriegt auch in verschiedenen AMD-Bundles dann wohl The Division 2. Da müsst ihr dann nochmal gucken in eurem Postfach vielleicht, mit der ihr euch da angemeldet habt für dieses Bundle. Ich selbst muss sagen, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. The Division 2 reizt mich auf jeden Fall extrem, obwohl ich eins nicht gezockt habe. Das werde ich jetzt nochmal in den nächsten Tagen nachholen, hoffentlich vor der Beta. Und ich hoffe, dass ihr hier auf meinem Kanal dann mit dabei seid. Generell ist es ein Spiel, was ich für einen der größten Titel von 2019 halte. Es hat sehr viel Potenzial. Das ist ein Spiel, was sehr viel Spieltiefe verspricht. Und gerade jetzt auch nach der Enttäuschung, die ich zumindest in Form von Anthem erlebt habe, könnte das richtig gut punkten. In puncto Spieltiefe, in puncto dynamische Spielwelt, die belebt ist, ist da, glaube ich, einiges aufzuholen und auch gut zu punkten. Meiner Meinung nach wird auch Far Cry New Dawn jetzt nicht der Titel, der hier die Menschen bewegen wird in diesem Jahr. Da ist Division eher nochmal relativ vorne mit dabei. Bin auch gespannt, was sonst noch so kommen wird, gerade von Seiten Ubisoft für den Herbst. Da kommen ja normal immer die AAA-Titel raus, normalerweise meistens dann Assassin's Creed. Bin gespannt, was die da jetzt raushauen an der Stelle. Das wird wirklich nochmal sehr spannend. Vielleicht kommt ja doch noch ein Überraschungs-Assassin's Creed, was sie einfach vorher abgekündigt haben und dann doch raushauen. Das wäre auch eine interessante Sache. Aber ich bin mal gespannt. Wir werden das Ganze noch sehen. Ich hoffe, ihr bleibt hier auf meinem Kanal dann mit dabei. Joint unbedingt meinem Discord. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch Mitspieler sucht für The Division 2, da könnt ihr euch dann in Gruppen zusammentun und gemeinsam zocken. Ich würde sagen, das war soweit zu dieser Beta. Die startet jetzt bald und bleibt dafür hier auf jeden Fall am Start. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnard.